Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und heute wieder eine Runde mit Arthur in der Story. Was ist hier los? Ah, gute Laune. Ah, den grüßen wir auch. Und dann, tja, was machen wir denn heute mal? Guck mal auf die Riesenkarte hier. An und für sich wollte ich ja hier oben irgendwo hin. Na, wir können uns ja mal auf den Weg zu dem guten Revolverhelden hier mal begeben. Listen to Und hier me. erst Don't zuhören, waste your ne? life worrying about people who don't care about you. You got me. You got the whole camp. So stop them tears. You hear? Yes. And you got Arthur here for you too. And you got me too. Thanks, Uncle Arthur. Der arme Kerl. Sehen hier. There she is. Hi, Arthur. Ja, dann machen wir uns mal auf die Socken. Und wer weiß, was uns alles wieder auf dem Weg passiert hier. Keep your eyes peeled, Marston. Hi. Dann natürlich erstmal die Knarren raus hier. Und das Pferd wechseln. Damit wir die Verbundenheit erhöhen. So, einmal pfeifen, damit das Hauptpferd mitkommt. In der nächsten Folge schauen, ob die Pflänzchen nachgewachsen sind. Und einmal hier. Nein, wir reiten mal durch, Valentine. Ah, da ist er wieder. Komm, wir grüßen ihn mal. Hey, Brother. Good Hello, to see sir. You again, friend. I've only gone and forgotten your name. But worse than that, I've forgotten my own name too. Oh. It happens to me. You ever forget your name, Mister? Ich denke nicht, aber ich kann nichts sagen. Ach so, jetzt geht's. No. So it's just me. They said I was strange back in the army. And that's why they kicked me out. I was the only fella got kicked out during a siege. While being sieged. That weren't no fun. Der ist mir ein bisschen auf die Pelle gerückt hier. Finde ich. Der armer Kerl. Yep, yep. Armer Kerl. Hey there, Mister. Oh, ein paar Leute grüßen. Hey, partner. Just hold her up a minute there. Oh. Wo war der Kerl? Ach, ein Old Driscoll. I can tell. Look at this fake. Careful, everybody. You must be in the wrong town. Und mach richtig ein. Oh. Any more taking? Komm mal ab hier. Und er ewig. Aber ich finde, der Typ hat angefangen.
Ja, aber das kann man sich ja nicht bieten lassen, oder? Ja, und jetzt ab in diese Richtung hier. Weil es am Ende egal ist. Hauptsache ist, na, wir erkunden mal ein bisschen die Gegend. Habe ich die Knarren noch? Jawohl. Dann können wir wieder das Pferd wechseln hier. Nee. Ich wollte das schon, das Pferd wechseln hier. Okay, Girl. Das Gefühl, ich hätte was gehört. Oh, 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 oh. There's that some bitch. Fuck him. That's it. Come on, Power. Here we go. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, 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 oh. Haben die mein Pferd erschossen? Irgendwie hier retten. Ich glaube, mein Pferd hat sie erledigt. Boah, sind das viele. Ein Theater hier. Jetzt wird spannend. Obacht. Dabei wollte ich doch hier nur ganz in Ruhe. Ein bisschen durch die Gegend reiten. Was hat er denn wohl für eine Kopfbedeckung? Tja. Dann looten wir den mal eben hier. Und werden mal eben das Pferd da hinten wieder beleben. Okay. Warum kriege ich da ein Minus? Das kann sich erstmal erholen. Wir bedienen uns mal hier ein bisschen. Wo liegt denn da noch einer? Ach, da. Ja, das Plündern dauert ja immer ein bisschen hier. Aber mit dem, was wir geplündert haben, können wir 9 Pferdeerwecker kaufen. Also, passt schon. Nicht in der Kerl. Richtig was zusammen für den Hehler.
Und mal richtig aufgeräumt haben wir auch. Den kommen wir nicht dran. Oh, das Pferd hier müssen wir erstmal füttern. Am besten mit wilder Möhre. Die gibt es ja schließlich für Laub. Und die Verbundenheit erhöht. Oh, ich bin gespannt, geht's hier überhaupt dann nachher weiter? Egal. Sollte mein Erstpferd mich hier mal nicht so antreiben hier. Ihr seht, ich reite entgegen des Navigationssystems. Macht aber nichts. Wir wollen ja die Gegend erkunden. Wie sieht die Knarre aus oder geht noch? Sehe ich da ein Lagerfeuer? Freundlich guten Tag sagen, oder? Ja. Hey there! Whoa, no! Mighty late for a social call. Get out of my sight! Just minding my own business. Gut. Der hat keinen Bock auf Besuch. Halt er die nicht an. Das war wie immer knapp. Perfekten Wolfspelz lassen wir uns ja auch nie entgehen, ne? Oh, 4 Grad. Könnte auch besser sein. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Aber es hilft nichts. Wir können das alles gebrauchen. Ach, da liegt er. Schauen wir uns natürlich noch hier in der Gegend um, also in der Hütte. Oh. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Oh, Goldnugget. Lassen wir ja nicht liegen, ne? Die sehen alle mächtig tot aus. Dosenlachs, ja klar. Also ich denke, die brauchen das alles nicht mehr. Oh, hier könnten wir jetzt sogar schlafen.
Okay, was ist da wohl passiert? Tja. Wir machen uns vom Acker. Jetzt gucken wir mal auf der großen Karte, wo wir sind. Ja, dann. War hier ein X? Nein. Okay, gut. Amor mal. Irgendwann müssen wir natürlich dann auch irgendeine Mission mal annehmen, dass wir da weiterkommen. Weil ich finde das Erkunden der Karte, das macht einfach mega Laune. Ab und zu umschauen, ob irgendwas ist. Bisschen schneller geht's vielleicht. Oh, ihm wird kalt. Dann werden wir erstmal was essen. Mal gucken. Haben wir irgendwas? Ach, ich sitze ja auf dem falschen Pferd. Was? Haben wir an Klamotten dabei? Geklappt, oder? Jetzt aber. Wollen wir nicht, dass der Kollege friert hier. Oh, ich finde diese Gegend schon schön. Wie lange nehme ich jetzt wieder auf? 18 Minuten, alles super. Bisschen hier so querfeldein. Minus 4 ist hier auch eine Ansage, ne? Könnten wir... Na, ja, wir halten uns erstmal an die... Oh Gott. My horse died and I'm stuck here. You gotta help me, mister. How about we skip the small talk, eh? Oh. Nice try. Was ein... Penner. Ich hätte ihm echt Hilfe angeboten hier. Da überfällt er mich einfach. Minus 7 Grad. Ich hätte ihn hier auch nicht einfach stehen lassen, aber... Er hat es so gewollt.
immer. Hab ich nicht eine Schatzkarte, die hier... Schatzkarte, Jekyll und Hyde, da. Gucken wir mal. Ne, die ist es nicht. Oh, das wäre, glaube ich, cleverer gegangen. Kann man die nicht einfach durchblättern? Zerrissene. Was ist das denn hier für eine? Ja, das ist hier. Da hinten ist die Hütte. Zeige ich euch mal eben. Guckt euch das mal eben an. Das Ding, das ist das hier. Hier ist die Hütte. Und hier ist dieser Baumstamm. Dann. Wo wir gerade hier sind, oder? Oh, was ist das? Beste wäre, ich würde die scannen können, ne? Also untersuchen. Verfolgen kann ich die nur. Sind die gerade verschwunden? Ja, gut. Ist auch wurscht, wir müssen hier rauf. Wenn ich denn hier rauf käme. Ein bisschen vorsichtig. Da ist der Schatz. Oh, 15 Dollar. Und oh, der nächste Hinweis. Ah, ja. Ist in der Nähe von dem Fort. Oh Gott. Da gibt's richtig Cash. Oh oh. Oh 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 oh. Dann schauen wir uns jetzt nochmal eben da in der Hütte um. Auf so einen hungrigen Wolf hier lasse ich mich nie ein. Dauert wie immer ein bisschen, ne? So, hier ist irgendwie ein Grab. Das können wir aber, meine ich, auch uns genauer anschauen. Okay, den hat doch einer ausgebuddelt. Sowas. Die irgendwelche Sammlerstücke? Nö. Hat doch irgendeiner was gesucht hier. Und ihr wisst, alles was Arthur abzeichnet, wird eingezeichnet. Jetzt bedienen wir uns nochmal eben hier in der Hütte. Ich denke, das braucht auch alles keiner mehr. Was haben wir da? Den Bourbon können wir nicht nehmen. Ja, dann. Wo ist der denn jetzt? Ich mach das mal über die Tasche. Okay, schwarzgebrannter. Angebrochen. Muss er irgendwo... Ja, manchmal... Oder... nee. Ach, da. Das ist der Rum. Da ist der Bourbon. Den gönnen wir uns mal. Das nehmen wir schon mal. Die Taschenuhr nehmen wir natürlich auch mit.
Ah, und ein Zeitungsausschnitt dazu. Okay, nach schrecklichem Unfall. Frühzeitiges Karriere aus für talentierten Schlittschuhläufer. Aha. Da liegen die Schlittschuhe auch, man sieht sie. Und da ist ein Zigarettenbildchen. Ich kann die Premium-Zigaretten nicht mehr nehmen. Ja, dann müssen wir uns auch da mal eben... Was ist das denn? Was sind denn die Dinger? Aber wenn wir die nicht nehmen können, kriegen wir das Zigarettenbildchen nicht. Kekse. Da sind sie. Cracker brauchen wir nicht. Und dann werden wir jetzt mal da was Premium-Zigaretten alle wegwerfen. Und dann haben wir den Stress beim nächsten Mal nicht. Was läuft denn da? Ein Coyote. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil wir, meine ich, perfektes Kojotenfell noch beim Trapper brauchen. Oh, man hört schon dieses bedrohliche Knacken hier. Das auch hier auf dem glatten Eis, da bewegt Arthur sich ein bisschen anders. Let's go. Yep. Irgendwo hier, meine ich, ist eine Schatulle. Bin mir aber nicht sicher. Das war in irgendeinem Baum, meine ich. Da. Und die können wir auch durchsuchen. Tonikum. Oh, eine Brieftasche. Und noch eine. Da war doch gerade irgendein Widder. Nee, das war... Das wollte ich nicht. Und nicht mal getroffen. Ich glaube, Hammelfleisch können wir auch noch gebrauchen. Und dann schlagen wir jetzt unser Lager auf. Und machen vor dieser herrlichen Kulisse Schluss für heute. Immerhin die Sonne. Minus 7 Grad. Halleluja, oder? Er rutscht auch ein bisschen. Herrliche Kulisse, finde ich. Dann schlagen wir jetzt das Lager auf. Und machen Schluss für heute. So. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal bei Father and Son, Play for Fun.